Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme hier auf unserem Kanal. LS19. Auf dem Map Bergisch Land. Auf unserem Müllerhof. Den Schweinen geht's gut. Den Kühen auch. Wir haben es Spätsommer. Wir steigen jetzt in unseren Fendt. Und fahren, nee, Hof Klein heißt es ja, nicht Hof Müller, sondern Hof Klein. Und fahren jetzt mal zum Herrn Müller, habe ich verwechselt. Und der ist nämlich auf unseren Feldern unterwegs, oder auf unserem Feld unterwegs, was wir gekauft haben für die Bearbeitung. Ja, wir haben keine... Wir selber, also ich mache keine Feldbearbeitung mehr, sondern ich lasse Feldbearbeitung machen durch den Herrn Müller. Das habe ich so abgesprochen mit ihm. Ich kümmere mich nur um den Hof, was echt viel Arbeit ist. Also wenn man hier sich nur um die Schweine und um die Kühe kümmert, also nur um die Tiere kümmert, dann hat man echt viel Arbeit. Habt ihr in der letzten Folge gesehen, da kann ich eine ganze Folge mitmachen. Also da ist man wirklich jeden Tag dran, fast wie im realen Leben. So, wir fahren jetzt mal hier runter. Da hinten ist er auch schon dran, da sehen wir ihn. Ah, wir haben CB-Funk. Ah, ich funke den jetzt mal an. Müller! Ja? Ah, da ist er. On. Ah, ich komm mal zum Abtanken. Ah, das ist richtig. Wir haben heute Morgen früh angefangen. Es ist ja 7:30. Der Müller ist schon seit 6 Uhr dran. Jo. Jetzt einfach mal hier vorne drauf. So. Durch die Büsche. So. Gucken, dass ich mich treffe. Ja, ich vermiete jetzt auch Traktoren. Kann man ja auch mit Traktoren auf meiner Internetseite anbieten. Jo. Alles klar. Gut. Ich stelle den Fendt hier an der Seite ab und gehe wieder rüber. Ja? Jo. So. Ja, seht ihr hier. Gras ist auch schon nachgewachsen. Und... Der Klee auch. Der ist zwar noch im Wachstum, aber der ist schon mal nachgewachsen. Das ist schon mal sehr, sehr toll. Der wächst nämlich genauso wie das Gras. Und dann gucken wir mal, was unsere Gerste macht. Ja, die kommt auch langsam. Oder auch nicht. Was ist das? Ist das ein Bug? Herr Müller? Ja, können Sie mal kurz Ihre Arbeit einstellen? Kommen Sie mal kurz zu meinem Feld hier. Ja, warten Sie mal, ich mache hier alles aus. So, wir gucken mal eben ganz kurz hier. Versuch mal rüber zu kommen, warte mal. Hä? Wie ist das denn passiert? Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist ein Bug. Komm mal rüber. Guck
Also entweder hat über Nacht irgendjemand. Wo sind wir denn? Ich komme. Ja. Sprechfunk mitgenommen. Ja. Also mal mit klar. Hier. Okay. Wo sind sie denn? Ja, auf dem Gerstefeld. Ach, was okay. Heute Nacht noch oder gestern Abend noch gewachsen ist. Echt? Ja, mal hier rüberkommen. Ja, 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 ich komme ja schon. Ja. Also entweder waren heute Nacht hier Diebe am Werk. Wo ist der Müller denn? Ich stehe hier gerade. Wo denn? Vorne an der Einfahrt zum Feld. Ja. Also gestern ist das Feld noch gewachsen. Heute ist das Feld abgeerntet. Hä? Das, finde ich sehr, sehr komisch. Oder? Ja. Also gestern war es noch im Wachstum, komisch. Jetzt ist es abgeerntet. Das hat gekeimt. Gestern ja. Als ich bei Ihnen auf dem Hof war, ja. Hat es gekeimt. Ja. Ey, das kann gar nicht sein. Das geht nicht. Naja. Okay. Gut, da brauchen Sie auf jeden Fall nicht mehr zu düngen. Da können Sie dann direkt mit dem Grubber drüber fahren und neu einsehen. Mach ich. Ich habe eine Pronto. Ja. Ich muss nur rüberfahren. Ja. Grubber dir direkt mit. Ja. Aber wir ernten jetzt erstmal ich weiter. Ich komme hier nochmal mit der Scheibenegge, weil ich glaube, das muss ich eggen. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr komisch. Komisch. Die Aliens waren da. Ja. Naja. Okay, so, gehen wir mal zurück zu unseren Tieren. So, gucken. Wie sieht's denn hier aus? Ja, Stroh brauchen sie auf jeden Fall. Mais, Klee. Ah, die Schweine brauchen Fall auch Wasser. So, heute die Schweine. Das ist schon komisch mit dem Feld. Da muss ein Bug sein. Also gestern war das Feld noch gar nicht erntereif. Herr Klang, hören Sie mich? Ja. Ich kann ja auch direkt im Anschluss gucken, ob ich, wenn ich das Feld geeggt habe bei Ihnen, mich direkt auf das Feld, wo ich gerade ernte, schwinge mit der Egge, dort ja. Die auch direkt mit ansehen. Ja. Egge ich das Feld auch direkt mit. Ja. So, dann haben die Tiere auf jeden Fall Wasser. Ja.
unser Overhead-Schwein erstmal futtern. Feld, sein Gras, alles gut. Seite. Rechts. Links. Ja, jetzt machen wir da hinten. Ja, ist doch egal. So, während der hier abblitzt, switchen wir uns mal zum Feld. Herr Müller? Jo? Wie sieht's aus? Warten Sie mal, ich zieh noch mal die Spur und dann können Sie abtanken. Also das mit dem Feld wundert mich schon, ne? Ja, das ist sehr, sehr komisch. Kann nur Fehler sein. Ja. Oder es waren Räuber da. Dieb. Ja, die nachts ein nicht erntereifes Feld geerntet haben. So, ich komme am besten mal hier auf die Wiese. Na, warte. Oder sie drehen, dann stelle ich mich da vorne hin. Warten Sie mal. Können Sie so drunter fahren. Haben Sie Platz? Ja, kommen Sie hier rüber. Können Sie direkt wieder neu ansetzen hier vorne? Ich stehe hier. Ah, da. Naja. Ich weiß nicht, ob ich da durchpasse. Warte mal. Besser? Ja. Aus dem Tempomat rein. 10. Schneller fahre ich nicht, weil sonst die Dreschtrommel wird uns komplett überlastet. Weil hier so viel vom Feld runterkommt. Oh. Warte, ich fahre schnell bis da vorne, dann kannst du abwarten. Ja. Das ist besser. Ich muss so aufpassen mit den Bäumen.
So, jetzt. Jo, warte. Jo, bist du dran. Okay, gut. Während wir jetzt hier überladen, kommen wir zum Ende der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare. Für die Neuen lasst ein Abo da. Wäre schön, wenn ihr euch die nächste Folge anguckt. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.